Aha. Ja, das ist tatsächlich so. Das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie lange war da Zeit zwischen. Also wann habe ich das? Ich weiß gar nicht, wie lange. Auf jeden Fall war es, glaube ich, 2 Jahre oder so, wo wir ja dann in Berlin waren, wo ich ja in Berlin war mit der Anna. Und da habe ich ja dann tatsächlich Ente gegessen. Zweimal. Was will ich denn hier oben eigentlich? Und ich habe jetzt auch schon dreimal wieder. Was, dreimal? Genau. Warte mal, müssten jetzt, warte mal, ich kenne. 3 Jahre. Es müssten jetzt tatsächlich 3 Jahre sein, wo ich kein Fleisch. Kein Fleisch esse. Danke für deinen Lohak. 3 Jahre, genau. Dreimal habe ich Duckstein-Schinken gegessen. Auf dem Geburtstag. Und das eine Mal letztens mit Anna im Döner-Teller. Was ich aber tatsächlich ein bisschen bereut habe. Ah, Matt, genau. Matt hatte ich nach dem Geburtstag morgens gegessen, genau. Und das mit dem Matt habe ich bereut und das mit dem Döner-Teller. Weil, wenn man denn doch schon sehr wenig Fleisch isst oder wenig bis gar nicht und man isst es dann. Und dann frisst man da so einen Döner, was einfach total schlecht ist, vom Fleisch her. Den bereut man das schon. Du bist Vegetarier und isst Fleisch. Ja, und? Ich bin aber jemand, der es auch sagt und nicht wie andere. Also ich kenne wirklich welche, da weiß ich, dass sie es heimlich machen. Und warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das bitte tun? Warum sollte ich groß und breit sagen, ich esse kein Fleisch? Aber in Wirklichkeit fresse ich es und sage es halt einfach nur keinen. Das wäre schlimm, finde ich. Dann sollte es gutes Fleisch sein. Genau, Anna, genau. Und Döner-Teller ist jetzt nicht unbedingt das beste Fleisch. Es war auch nicht so lecker. Und Metgut, was ich gegessen hatte, das fand ich einfach nur. Das fand ich irgendwie ekelhaft. Obwohl ich es früher gerne gegessen habe. Na, der ist doch okay, der Baum. Kostet Update auf der Toilette stinkt es. Oh, Leute. Ah, sehr gut. Okay, alles wieder weg. Kleine Blumenball. Ja, ich weiß, wir haben selber Blumen, um die da hinzusetzen, aber nö. Den lassen wir so. Das machen wir dann auch gleich. Die Hohen kommen weg. Und der kommt dorthin. Okay, Sperrzone einrichten. Ach, der Zen war letztes Mal bei mir. Er hat hier geschissen auf dem Pott, Junge, kommt wieder raus. Ich sage, Junge, mach doch die Tür zu. Nö, hat er die Tür offen gelassen. Wird wohl deine Schuld sein, Krümel. In der Regel isst du es nicht. Ausnahmen gibt es immer mal. Bin sehr auf das Wochenende gespannt, was es da gibt. Nee, also ich mache tatsächlich mal Ausnahmen. Ich habe wirklich sehr lange keine Ausnahme gemacht. Wirklich sehr, sehr lange. Also für mich sehr lange, ne? Über 1,5 Jahre, glaube ich, waren es. Und dann habe ich doch tatsächlich mal wieder dazu gegriffen und habe einen Duckstein-Schinken gegessen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht mag. Ich mag ja Fleisch. Mittlerweile nicht mehr alles. Wie Metgut beispielsweise. Aber ich mag es ja, ne? So. Aber ich habe seitdem auch nicht, das, was ich gerade aufgezählt habe, das ist es halt gewesen. Ich habe nicht gekocht seitdem oder so mit Fleisch irgendwie was. Tatsächlich nicht. Davon nehmen wir uns mal welche. Das war, komm, ja, eine davon können wir uns auch kredenzen. Ja, komm, ja, eine davon noch. Also ich kann dafür nicht, dass ich Verstopfung habe wegen den ganzen Keksen. Dann solltest du vielleicht mal Flüssigkekse essen.
So ist doch ganz schnufflig. Die können wir ja nicht anpflanzen, ne? Nee, leider nicht. Okay. Gut, schmeißen wir die weg. Den Weg, den machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich dann denke. Den müssen wir machen. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen komischer aussehen. Vielleicht hätte das Bäumchen sich auch hier gut gemacht. Ich weiß es nicht. Oh Gott, stimmt ja. Die Anna macht ja morgen Nutella-Kekse und bringt mir welche mit. Oder bringst du mir alle mit, die du machst? Oh, verdammt. Was, Eggy, was? Das hättest du jetzt vielleicht nicht sagen sollen, Anna. Ich weiß es nicht, bin mir unsicher. Alle nicht, du bekommst ja auch noch Kuchen. Wie viel Keks kriege ich denn? Sage mir das mal. So, ab heute wird sie flüssig ernährt mit Flüssigbrot. Prost. Ich liebe ja Kekse, die noch innen drin so ein bisschen unfertig sind, ne? Finde ich ja geil. Oh. Einige werde ich schon machen. Ja, da musst du mir aber auch einige mitbringen. Und ich werde die Hälfte von allen, was du mitbringst, Kekse und Kuchen, schon Donnerstag verdrücken. Aber Krümel, wie sieht das eigentlich bei dir aus mit Kuchen? Bist du da mit Kuchen ein bisschen? Dann schmeiße ich die restlichen Kekse weg. Was? Aber was mache ich denn da? So, die bringen wir mal runter. Nein, die bleiben bei mir. So, da rein. Obwohl, warte mal, wir können uns ja ein paar Ketten machen. Acht Ketten. Erstmal. Okay, dann machen wir noch eine. Alles, was krümelt. Alles, was krümelt. Kuchen ist auch sehr, sehr geil, ja. Das Nutella im Keks ist inflüssig. Oh, Leute. Da wird der Eggy aber jetzt zornig. Soll ich dir ein Foto schicken, Eggy? Das mit dem nächste Woche ist, das wird schwer. Soll ich dir einen aufheben? Das wird aber schwer, soll ich dir gleich. Krümel wird kurz sauer und wird zum super, was? Katzengold. Ich gehe mal kurz einen Planeten zerstören. So, okay, was ist hier los? Dort? Achso, wie viele Ketten? Zwei. Oder? Ja. Können wir doch, glaube ich, lassen, ne? Geht doch, glaube ich, trotzdem, ne?
Und noch eine Kette haben wir noch auf Tasche. Die kommt dorthin. Gucken wir mal ganz kurz, so wie wir da. Hast du zerstört, ja? Wir gucken mal ganz kurz noch in das Loch rein da. Und dann, oi, zweieinhalb Stunden Minecraft aufgenommen. Das ist auch selten. Bin auch am Überlegen, dass ich vorm Oktober. Alter, was macht denn da ein Creeper drin? Bin auch am Überlegen, dass ich vor Oktober 2 Wochen auf Minecraft vorher verzichte. Moin, ich grüße dich. Mario. Was war das? Mario, ich grüße dich. Was? Dankeschön für deine hängende Lichter. Was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Hängende Lichter? Gibt's wieder neue Geschenke? Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Was ist los? Wo kommt die denn her? Was, warum? Was will die von uns? Und... Warum ist sie da, frage ich mich. Vergiftet. Kann ich da irgendwas gegen tun oder sterbe ich jetzt? Oh nein, 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 nein. Meine Punkte, meine Punkte. Meine Punkte. Okay, ich sterbe nicht ganz. Okay. Okay, ich schaue. Nee, hör auf. Ich gucke, aber... Ich muss... Alter. Okay, die sehen geil aus. Tatsächlich. Hör auf jetzt. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Mario. Okay, die sehen wirklich geil aus. Ich muss nachher mal gucken, wie die ganzen Geschenke da jetzt aussehen. Das muss ich mir mal anschauen, wenn es da so viele neue geben soll. Alter, halt die Schnauze, du Hexe. Aber ich, Mario, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne, die Geschenke bei TikTok. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt komm hier. Fuck, let's go. Anna ist aufgeregt, sehr gut. Die Geschenke bei TikTok sehen schon geil aus, ne, teilweise. Also da haben sie sich schon Gedanken gemacht, muss man sagen. Finde ich schon schön. Ach, du bist aufgeregt wegen Geschenke, Anna. Wie komme ich denn jetzt an diese blöde Hexe ran? Vielleicht sollte ich erstmal was essen? Ach, wir hatten doch schon mal eine Hexe gehabt, aber die war nicht so krass drauf wie die, ne? Die ist schon echt ganz verrückt drauf. Sag mal, hat sich Claudia schon bei dir gemeldet? Nö. Nee, das ist wirklich schon, nee. Schon lange her. Oh ja. Da ist er. Verdammt. Hoffentlich droppt ihr was Cooles. Tot. Aber viele Punkte lässt sie glaube ich fallen, ne? Also relativ viele Punkte. Nö, nee, doch nicht. Ich dachte, die lässt mehr fallen. So, was hat die jetzt? Leuchtstaub? Schwarzpulver? Ja gut, das war jetzt nichts Besonderes. War jetzt nichts Besonderes, was sie fallen gelassen hat.
Pfeile rein, einen Bogen auch. So. Ich werde auf jeden Fall einen Keks aufheben und Samstag, wenn ich wieder live bin, werde ich Kekse vertilgen hier im Live. Und Kuchen. Schokokuchen. Anna, ist es, wie machst du den marmoriert? Also ist das so Marmorkuchen, der Schokokuchen mit Schokoglasur oder sind da Schokostückchen mit drin im Kuchen? Oder kann man sich das tatsächlich aussuchen? Staub. Leuchtstaub. Müsste der nicht theoretisch... Ach da. Wie hättest du ihn gerne? Ja, wenn man so fragt, wie man es gerne hätte. Denn ein Marmorkuchen mit Schokoglasur, aber innen drin auch noch ein paar Schokostückchen. Also nicht weiche Schokostückchen, einfach Schokostückchen. Wenn ich es mir aussuchen könnte. Will ja nicht frech werden. Okay, oha. Wie groß ist der denn so, oder? Quasi so groß der Kuchen denn? Oder wie groß ist der Kuchen? So? Oder so? Ah, mit Kuchen kriegt man mich. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt eine Torte haben. Eine Torte ist auch mal geil, aber dann lieber normalen Kuchen. So einen schönen Topfkuchen. Beste. Und was natürlich der absolute Knaller ist, Mondkuchen. Junge. Hau ab. Mondkuchen, beste. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Tatsächlich. Wäre ja schlimm, wenn man es vorhätte. Nein. Ist das da jetzt bei TikTok der gleiche Krümel wie hier? Ich glaube, unser Krümelmonster ist auch auf... ja, unser Krümelmonster ist auch auf TikTok. Dann folge ich dir doch mal. Achso, du mir auch. Dankeschön. So. Qualitativ sieht das schon besser aus bei TikTok, ne? Sag mal ganz ehrlich, Krümel. Es liegt einfach daran, dass ich noch Licht brauche. Ich muss mir noch Lichtdinger kaufen hierfür, so. Weißt du? Und dann sieht das auch bei Dings besser aus. Aber da, hier sind ja auch wieder 20.000 Filter drüber gezogen, ne? Das wird alles sehr Schokolade, Kekse und Kuchen, normale Größe halt. Ja, aber, hä? Ja, und Schoko ist doch super. Schoko ist doch super. Ja, das ist es, Grümel. Da sieht man mich von der Qualität her schon ein bisschen besser, finde ich, bei TikTok, als hier, obwohl das eine Systemkamera ist und das so ein Handy. Aber hier sieht man, was man baut und da nicht, weil ich immer noch nicht genau zu 100% weiß, ob es mittlerweile wieder erlaubt ist oder nicht, beides zu streamen. Weil dann würde ich tatsächlich auch mal versuchen, über OBS auf TikTok zu streamen. So. Achso, wir wollten zum Loch gehen. Und gleich wird es nachts. Na, dann gehen wir da hin, kurz nochmal pennen. Ja, da kann man es ruhig schon mal knallen lassen, wann er da.
Eggy hatte ja gesagt, dass das wohl wieder erlaubt ist. Vielleicht hat er irgendwo gehört. Ich muss mich da auch nochmal erkundigen, ob das jetzt wieder erlaubt ist oder ob es überhaupt schon mal erlaubt war, weiß ich gar nicht. Aber sofern man Affiliate ist, darf man es ja nicht. Wird ja denn untersagt, dass man auch auf anderen Plattformen das streamt, was man halt bei Twitch im Stream zeigt. Und ich zeige ja das Spiel im Stream und mich, ja. Aber ich zeige das Spiel dann halt nicht bei TikTok. Das muss ich nochmal klären. Dann mache ich mal. Also Anna, wenn du mal hier bei mir einen Kuchen backst. Früher, wenn meine Mutter einen Kuchen gebacken hat, dann hieß es immer, Florian, nein. Der Kuchen ist noch warm, der kann gerade nicht aus dem Ofen. Ja, das ist mir doch aber egal. Weil wenn ein Kuchen aus dem Ofen kommt und er noch warm ist, dann muss man ihn essen. Hoffe, Krümel war nicht wieder in der Nähe, wurde geschossen. Ne? Meinst du, hast du wieder getroffen vielleicht? So, ich sehe jetzt beides. Guckt euch Krümel an. Krümel ist genau wie Marc. Marc hat auch mal beide Sachen angehabt. Wäre ja nicht das erste Mal, ist richtig. Junge, geh doch pennen! So, Dalle. Ja, ich muss gleich auch nochmal Minigame auf jeden Fall durchziehen. Es hat einfach keiner Glück, außer Krümel hatte heute Glück gehabt einmal. Die packen wir hier mit rein. So, da ist unser Löchlein. Dann machen wir nächstes Mal eine Runde weiter. Und alle hopp. Und den Kram müssen wir noch weitermachen. So, ihr Lieben. Ich wünsche den lieben YouTube-Zuschauern noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi.